Im freien Training hat uns der Herr Teamkollege ganz schön nass gemacht. Das waren eben bloß die Trainingszeiten. Also, unsere Bestzeit war auf den roten eine 1:10:09:04. Und seine Bestzeit auf den gelben 1:10:02:74. Auf den weißen er 1:11:02 und wir auf den weißen 1:13:04. Er eben gelb 10:02 und wir auf den gelben Bestzeit 10:04. Ich bin gespannt, ob der uns wirklich auch im Qualifying um die Nase fährt, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Großer Preis aus Kanada, das Qualifying in Montreal. Ich habe auch eine Zeit lang Montreal gesagt, aber es klingt irgendwie doof. Wir sind nicht gefahren, wir sind ein fauler Sack, deswegen mögen uns die Teams nicht. Müssen wir mitleben können. Ja, Qualifying 6. oder besser wird heute, glaube ich, schwierig. Dann wollen wir mal alles in den Kurven richtig ranhalten, auf der Geraden, bei den Ausgängen davor, auf den Punkt liegen. Ich glaube, wir fahren mit weniger Abtrieb als sonst. Hallo und willkommen am Circuit Gilles Villeneuve. Hier findet das heutige Qualifying für den großen Preis von Kanada statt. Also Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Meistens ist es ja so, dass wir mit relativ viel Abtrieb fahren im Vergleich zur Konkurrenz, damit wir einfach unser Aero-Defizit gegen anderen Teams ausgleichen können, weil unser Motor ja ziemlich gut ist. Aber hier heute, denke ich, werden wir weniger Abtrieb fahren als die Konkurrenz, wie zum Beispiel in Monza. Aber ich fahre das bewusst so, insofern muss ich einfach in den Kurven noch besser sein, einfach alles genau auf den Punkt bringen. Ich möchte mein Setup nämlich nicht verändern. Meine Flügeleinstellungen. Die sehen wie folgt aus. Vorne 4, hinten 1. Fahrzeughöhe 7,7 und Bremsen 56% bei der Bremskraftverteilung. Die können wir jederzeit ändern. Die Teile sind ziemlich alt. Die gucken wir uns dann an, wenn wir rausfahren in der MFA. Und ich würde sagen, wir fahren mal raus. Alles fertig, wir sind bereit. Jawohl, wir sind bereit. Ich bin bereit, ich bin in Form. Bist du bereit? Ein Ferrari ist hinter uns, die Nase sieht da komisch aus, so schwarz. Schönster Sonnenschein für das Qualifying. Zu Beginn des Rennens wird es bewölkt sein. Jeff, sei leise. Geht in Ordnung. Wir müssen auf jeden Fall im Qualifying 1:09 hinlegen. Keine 1:10 irgendwas, 1:09 irgendwas mindestens. Hinter Ferrari kommt aber auch der nächste, das ist ein Toro Rosso. Der Geraden wird da richtig Dampf machen. Ich lasse ihn mal vorbei. Ich will ihn nicht im ersten Sektor vor mir haben. Wir fahren so, dass wir knapp vorm Toro Rosso liegen und halt so weit weg, wie es nur geht, vom Ferrari. Weg. Weg, weg. Das ist der Plan. Der Toro Rosso ist weit genug weg. Der wird jetzt nicht angreifen. Dann werden wir gleich mal loslegen müssen. Thank you.
hart wird denn jetzt? Nicht so gut erwischt die Schikane. Es geht auf jeden Fall besser. Zu früh angebremst, nicht gut. Wir sind viel zu nah am Torosso dran. Jetzt geben wir ihm auch noch Windschatten. Zu schnell, oh Gott, oh Gott. Der könnte uns jetzt behindern. Toll. Gelbe Reifen versucht er. Aber er macht hier Platz, ne, immerhin. Wieder zu früh gebremst, Mann. Da lasse ich einfach Zeit liegen. Bin auf die Wiese gekommen. Rückstand 5,5 Zehntel. Vorsprung meine ich. Oh nein, die Wiese. Ich habe die Wiese mitgenommen, ich Depp. Ich komme zwar nach außen, nicht gut. 3,5 Zehntel Rückstand, okay. Wir lassen jetzt mal diese Runde etwas sacken und versuchen es nächste Runde nochmal. Aktuell sind wir 9. Das ist viel zu schlecht. Start das Team, Kollege. Er ist auf Rang 16. Macht gar keine Zeit. Start das Konkurrent. Daniel, gerade auf P2. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,8,5. Keine Ahnung, wann der McLaren rausgekommen ist, deswegen lasse ich ihn vorbei. Was? 8,5? Start das Konkurrent. Daniel, gerade auf P2. Beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 8,5. Das ist nicht gut. Eine Sekunde finde ich aber nicht mehr. Verlieren wir doch viel zu viel Zeit in den Kurven. Mit weniger Abtrieb und mit einer nicht so guten Aero. Mist. Nicht das Qualifying hier beenden. Nein, 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 nein. Puh. Achtung, wir stehen hier. Klare Linie zeigen, indem ich mich einfach nicht bewege. Zum Glück stehen wir nicht hinter dieser Kurve, das wäre ekelhaft geworden. Aktuell nur 5/16. Au. Den Reifen nochmal rausfahren. Ich gucke mir nochmal den Zeitunterschied an. Zwischen diesen Reifen und frischen roten Reifen. Was Bescheuertes. Bescheuertes als wir stehen da auf der Strecke und bewegen uns noch, kann man einem, der gerade ankommt, gegenüber nicht machen. Klar, man soll doch nicht die gesamte Strecke versperren, aber wenn man sich sicher ist, dass man Platz gelassen hat, dass jemand vorbeifahren kann, dann sollte man im Zweifelsfall
einfach stehen bleiben. Damit der Ankommende einfach die Sicherheit hat. Der fährt nicht, der bleibt stehen, wo er ist. Ich kann mir meine Linie aussuchen, da wo Platz ist. Fertig, aus, Ende. Ach du Scheiße, sind wir weit hinten. Die 1,9er haben wir, da geht noch was, aber da muss mehr gehen. Q3, denke ich, werden wir überhaupt nicht erreichen. Wir können froh sein, wenn wir Q2 erreichen. Reifenauswahl, immerhin 2/10. Nehmen wir mal. Dann mache ich den Wagen jetzt so leicht, wie es geht. Eine Runde muss sitzen. Kilogramm. Reifen sind frisch. Dann setze ich mal alles auf eine Karte. Der Wagen ist so leicht, wie es nur geht, mit frischen Reifen. Entweder passt's oder es passt nicht. Immerhin haben wir eine freie Strecke. Vielleicht können wir noch mal reinfahren, noch eine Runde fahren. Müssten wir aber tanken. Habe ich vorhin nach dem Wetterbericht gefragt bei Jeff? Vielleicht liegt es ja daran. Wetterbericht. Wetterbericht. Ich glaube, ich habe zu früh geredet. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Alles auf eine Karte setzen. Oh. Ist der Wagen jetzt besonders leer? Zeit innen. Schon wieder hier. Ach du Scheiße. Ich mach's anders. Ich war bis zur Schikane jetzt im Rückwärtsgang. Aua. Eieiei. Hoffentlich ist das jetzt nicht regelwidrig. Wir fahren immerhin in die richtige Richtung. Ach du Scheiße. Da kommt jemand an. Und noch ein Stück. Das heißt, da jetzt 10-mal versuchen zu wenden. Oh Mann. Ich probiere es nochmal mit den Reifen. Dann kommen wir halt ohne Sprit in die Box. Hinter uns ist noch ein rosa Lied, dann ist ich auch noch vorbei. Und es ist ein Toro Rosso. 1,6 Tankrunden, reicht das? Auf Max, ich bin gespannt. Ich roll noch bis zur Schikane. Der Hintermann kommt jetzt an. Fährt bestimmt gerade seine schnelle Runde. Jetzt wirklich letzte Runde, weil jetzt können wir nicht nochmal reinfahren. Keine Zeit dafür.
Scheiße. Mann. Gar keine gute Runde. Sprit reicht für diese Runde, aber wir sind gerade nur 2 Zehntel schneller. Nein, 1er, 13. Tja, aber auch nur für den Moment. Scheißdreck. ...4 Tankrunden noch. Fahrer hinter mir. Magnussen hinter dir. Magnussen! Beste Rundenzeit beträgt 1,9,2. Fahrer vor mir. Stroll vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 9,1. Was konnte denn der andere Haas so gehen? Status-Teamkollege. Ist auf Rang 4. Ihre beste Rundenzeit Vierter. Beträgt... 8,3. Oh. 8 Zehntel schneller. Sprit ohne 0,1. Gut, wir müssen jetzt eh nur noch geradeaus fahren. Ja, ab jetzt rollen wir. Wird schwierig. 0,0, ja, aber 0,7 vielleicht gerade. Insofern haben wir noch einen Hauch über, aber der ist jetzt gleich weg, sobald hier der Autopilot übernimmt. Genau jetzt. Jetzt stottert der Wagen langsam. Platz 13. Es wird wohl nichts mit weiterkommen. Dann können wir aber auch neue Teile bestellen. Wenn wir hier in Q1 ausscheiden sollten, das können wir schon mal sagen. Wird es aber auch wieder schwierig mit den Punkten. Noch sind wir 13, aber die kommen gerade erst alle an. Die fahren womöglich jetzt erst auf die schnelle Runde. Da ist gerade jemand in die Box abgebogen. Jetzt sind wir nur noch 14. Die Platz 15 Zeit ist die Magnussen Zeit, 9,2. Gott, wie weit weg der quert, ist nämlich gar nicht weit. Noch sind wir drin. Sich in 12 Sekunden was ändert. Ja, in jetzt 9 Sekunden wird sich auf jeden Fall was ändern, weil dann rutschen wir hier nach unten, schätze ich. Durch die Scripterei. Ja, 17. Ach du Kacke. Mann, oh Meter. Gut, neue Teile. Der Sepp ist auch ausgeschieden. Albon, wir, Vettel, Kubica und Kvyat. Gut, aber statt Platz 17 oder 20, da ist klar, da bestellen wir neue Teile. Das ist immerhin eine Erleichterung, aber es wird halt für das Rennen nicht wirklich einfacher. Ah, da haben wir uns ja was eingebrockt, aber nun gut. Müssen wir mit klarkommen. Und es kann im Rennen ja eigentlich nur noch besser werden. Gut, etwas schlechter geht auch noch, aber ich sehe es mal positiv. Wir schaffen das. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.